Immer wieder finden Forscher und Archäologen Dinge, die nach dem bisherigen Stand des Wissens kaum erklärbar sind. Felszeichnungen, die Astronauten zeigen oder Menschen im Tauchanzug. Riesige Bilder von Walen und Affen, die aber eigentlich nur aus der Luft erkennbar sind. Manche Menschen glauben, dass es sich dabei um Zeugnisse einer außerirdischen Zivilisation handelt, die in der Frühzeit auf der Erde gelandet ist und die Entwicklung der Menschheit maßgeblich beeinflusst hat. Das Phänomen nennt man Präastronautik. Das ist eine Pseudowissenschaft, die von den meisten akademischen Wissenschaften nicht anerkannt wird. Andererseits, die Wahrscheinlichkeit, dass es außerirdisches Leben gibt, ist ja durchaus relativ hoch. Aber waren die schon bei uns zu Besuch und haben ihre Visitenkarten hinterlassen? Doch steckt hinter der Vorstellung, dass die Außerirdischen diese ungewöhnlichen Leistungen erbracht haben sollen, nicht vielmehr ein Misstrauen gegenüber der Leistungsfähigkeit und Erfindungskraft des Menschen? Unterschätzen wir uns selbst und unsere Vorfahren? Und trotz aller Bemühungen gibt es sie immer noch. Die ungelösten Rätsel der Archäologie. Funde, Befunde und Bauwerke, die nicht von dieser Welt zu sein scheinen. So wie die ägyptischen Pyramiden. Lange Zeit die größten Bauwerke der Welt. Bereits vor mehr als 4000 Jahren errichtet, geben sie bis heute Rätsel auf. Wie konnte ein solches Bauwerk zu dieser Zeit gelingen? Während der langen Herrschaft der Pharaonen entstanden unzählige prachtvolle Tempel. Am größten von ihnen, dem Tempel von Karnak, wurde 1000 Jahre lang gebaut. Die höchste Pyramide soll allerdings schon nach 20 Jahren gestanden haben. Bei den alten Ägyptern versetzte der Glaube tatsächlich Berge, und das im wahrsten Sinne des Wortes. Manche vermuten, in der Cheops-Pyramide seien sogar göttliche Botschaften versteckt. Geheimes Wissen, das sich in ihren Abmessungen offenbart. Die kleinste Maßeinheit war damals der Finger. Eine Einheit, die es als Inch auch heute noch bei Engländern und Amerikanern gibt. Nach Berechnungen eines englischen Forschers im 19. Jahrhundert entspricht eine Seitenlänge der Pyramide dem Hundertfachen eines Jahres. Zugleich ergeben 500 Millionen Fingerbreiten die Länge der Erdachse. Und die Höhe der Pyramide mal 10 hoch 9 zeigt die Entfernung der Erde zur Sonne an. Fantastische Erkenntnisse. Wäre nur das ägyptische Fingermaß mit knapp 2 Zentimetern nicht sehr viel kleiner als das zugrunde gelegte Inch. Der griechische Geschichtsschreiber Herodot berichtet von 10 mal 10.000 Menschen, die gleichzeitig an der Pyramide des Cheops gebaut haben sollen. Allein der Bau der Straße hin zur Baustelle soll 10 Jahre gedauert haben. Und obwohl Herodot erst 2000 Jahre nach dem Bau der Pyramide geboren wurde, berichtet er auch von der Bauweise. Und er berichtet von Hebewerken, mit denen eine Stufenpyramide gebaut worden sein soll. Aber ist das glaubhaft? Ja, es gibt eine Art Kran, den Schaduff. Der wurde aber eigentlich konstruiert, um damit Wasser zu schöpfen. Man kann damit allerdings auch Steine heben. Bei den kleinen Pyramiden, aber kaum bei den ganz großen. Deshalb vermutet man eher eine Rampe. Aber selbst bei einer extremen Steigung von 10 Grad wäre diese über einen Kilometer lang und würde mehr Material benötigen als die Pyramide selbst. Eine umlaufende Rampe hätte den Vorteil, dass sie Teil des Bauwerks wäre, aber exakte Vermessungsarbeiten sind dabei nicht möglich. Und die sind unerlässlich bei dieser präzisen geometrischen Form. Egal welche Rampentheorie die Bauforscher in den vergangenen Jahrzehnten auch aufstellten, keine lässt sich bisher beweisen. Und weil die alten Ägypter keine Anleitung hinterlassen haben, hat man sogar schon einen Bau im Sand von oben nach unten vorgeschlagen. Wie es dabei mit Statik und der Stabilisierung bereits verlegter Steine aussieht, bleibt genauso das Geheimnis des selbsternannten Pyramidenforschers. Wie auch der Verbleib des ganzen Sandes.
Solange es keine gesicherten Befunde gibt, bleibt Platz für Spekulationen. Sie reichen vom Bau durch Außerirdische bis zum Einsatz von in dieser Zeit noch unbekannten Werkzeugen. Etwa Flaschenzüge mit Umlenkrollen. Rund 50 Arbeiter könnten so allein durch ihr eigenes Gewicht 2,5 Tonnen nach oben hieven. Aber die ältesten bekannten Flaschenzüge sind mehr als 1000 Jahre jünger als die Pyramiden. Der Bau der antiken Giganten bleibt ein ungelöster Fall. In einem ganz neuen Projekt spürt man Elementarteilchen aus dem Weltraum auf, die die Pyramiden durchdringen, sogenannte Myonen. Das ist absolute Spitzentechnologie mit japanischen Spezialisten. Detektoren messen die Flugbahn der Myonen in der Pyramide. Aus Ablenkung errechneten sie eine 30 Meter lange Anomalie. Ein Hohlraum? Was sie da entdeckt haben, ist noch völlig unklar. Entdeckt worden sind geometrische Formen, die an Pyramiden erinnern. Und zwar auf Planeten im Weltraum, genauer auf dem Zwergplanet Ceres. Der kreist im Asteroidengürtel zwischen Mars und Jupiter. Und dort haben Raumsonden einen pyramidenförmigen Berg entdeckt mit einem Durchmesser von 10 Kilometern, dessen Ursprung völlig unklar ist. Und das ist natürlich Munition für die Alien-Fraktion. Sind also die Grabbauten der Pharaonen nicht von dieser Welt? Dieses Ding hier könnte das Schlüsselstück bei der Lösung des Rätsels sein. Entdeckt wurde das futuristisch anmutende Objekt in der Nähe der ersten Pyramide Ägyptens in Saqqara. Das Grab, in dem man es fand, ist sogar noch älter als die Pyramide. Es wurde um 3000 vor Christus für einen Prinzen namens Sabu angelegt. Die seltsame kreisrunde Scheibe aus dünnem Schiefer lag direkt hinter ihm, im Zentrum des Grabes. Nach ihrem Fundort wird sie Sabu-Scheibe genannt, Verwendung unbekannt. Präastronautiker vermuten das Antriebsrad eines Raumschiffs. Luftfahrtingenieure sollen helfen, das Rätsel der Sabu-Scheibe zu lösen. Das Ägyptische Museum in Kairo, wo das Original liegt, hat die Daten geliefert. Ein moderner 3D-Drucker, Kopien in verschiedenen Materialien und Größen. Die Abteilung Bionik ist zuständig für Übertragungen von Phänomenen der Natur auf die Technik. Sie haben tatsächlich eine übereinstimmende Form gefunden. Die 5000 Jahre alte Grabbeigabe ähnelt einer Kieselalge. Aber die ist nur 0,1 Millimeter groß und für das menschliche Auge quasi unsichtbar. Als Vorbild der Sabu-Scheibe wenig wahrscheinlich. Also doch eine fliegende Untertasse. Die Aerodynamiker finden das gar nicht lächerlich, denn die Form könnte Auftriebseffekte haben, wenn das Original nicht aus Stein wäre. Allerdings kopierten die Ägypter oft Dinge aus anderen Materialien in Stein. Der Nachbau landet im Windkanal. An seiner Narbe ist er frei drehbar befestigt. Dieses seltsame Detail, eine Scheibe mit einer Narbe, obwohl es Räder erst sehr viel später in Ägypten gab, könnte für eine Antriebsfunktion sprechen. Das Ergebnis ist eindeutig. Also die Triebwerksgeschichte, die ist, glaube ich, jetzt gestorben. Weil diese Schaufeln, die wir hier sehen, gleichmäßig sind, beidseitig symmetrisch. Und dadurch gleichen sich die Effekte aus. Und was wir hier vorhin im Windkanal haben testen können, ist einfach, wir haben es schräg angeströmt. Wenn es so einen Propeller- oder Turbineneffekt hätte, dann hätte es angefangen, sich zu drehen. Es war drehbar gelagert. Und wir haben gesehen, wenn wir den Winkel verändern, dass sich das dann auch wieder kurz nachdreht und dann im Luftstrom sich wieder kalibriert mittig ausrichtet. Also eine Turbine oder ein Schaufelrad in der Form, das ist es also definitiv nicht. Dass es durchaus auch andere Verwendungsmöglichkeiten gibt, zeigt eine Idee aus der Abteilung Kabinenbeleuchtung. Tatsächlich wurden Öllampen auch im alten Ägypten benutzt. Die Hände wären selbst bei einem Transport im brennenden Zustand durch die umgebogenen Laschen geschützt.
Doch warum hätte nur dieses eine Stück die Jahrtausende überstehen sollen, wenn es ein ganz alltäglicher Gegenstand war? Vielleicht ist sie ja das Modell eines ganzen Raumschiffes. Fliegen zumindest kann sie, denn sie hat die Form einer Wurfscheibe. Und im Prinzip funktioniert eine Wurfscheibe wie die Tragfläche eines Flugzeugs. Zumindest, wenn sie nicht aus Stein besteht. Also die Sabu-Scheibe war kein Teil eines Triebwerks eines Alien-Raumschiffs. Aber sie hätte fliegen können, wie ein Frisbee, wenn das Material leicht genug gewesen wäre. Und auch als Flammenschale hätte sie sich gut gemacht. Aber wozu sie wirklich diente, das wird wohl bis auf Weiteres eines der bestgehüteten Geheimnisse der Weltgeschichte sein.